So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, es ist Freitag, ab 8 Uhr gibt es die neue Herausforderung. Die Kampfherausforderung zum Go-Fest, wieder mal 3 Kapitel. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, wenn man das einzeln macht. Ne? Das könnte man alles in einem Video machen, aber wir sind ja der Ramses, wir machen das trotzdem in einzelnen Kapiteln, einfach so. Verwende ein Power-Up bei einem Pokémon, entwickle ein Pokémon, besiege einen Team Go Rocket Rüpel, also eine Sache von 2 Minuten. Wir haben es gerade aber schon verkackt. Eben habe ich nämlich noch telefoniert und in der App gesehen, dass da ein Mauzi-Ballon rumfliegt, weil Jesse und James sind jetzt im Spiel, können herausgefordert werden, besiegt werden. Dann könnt ihr auch Rettern in Krypto-Shiny bekommen, Smogon in Krypto-Shiny bekommen. Die sind die ganze Zeit hier über dieser blauen Arena rumgeflogen und jetzt, als ich raus bin, sind die natürlich weg. So muss es auf jeden Fall laufen. Hier oben geht noch ein Fünfer auf, ungefähr in einer Dreiviertelstunde. Den werden wir auch noch mitnehmen, den noch ins Video packen. Und ansonsten suchen wir uns natürlich einen Rocket Rüpel, vielleicht hier unten in der Gasse, in der Caridas Gasse. Ne? Da geht man gerne hin, sitzender Flötenspieler, ist auch ein neuer Stop, habe ich letztens aber aus Versehen gedreht. Übrigens läuft auch gerade im Prinzip dieses Team Go Rocket Event, wo mehr Gift-Pokémon erscheinen und... Steht da überhaupt was dabei? Da steht nichts dabei, oder? Steht da was? Ach, hier, genau. Team Go Rocket Ballons erscheinen häufiger, Mauzi Ballons mit Jesse und James erscheinen häufiger, befristete Forschung, besondere wilde Event-Pokémon, besondere Event 5-Kilometer-Eier, besondere Event Raid-Bosse. Wir holen uns jetzt mal den Rüpel, dann werden wir uns noch ein bisschen umkleiden. Gibt es nämlich auch was Neues im Shop. So, wir sind jetzt hier angekommen beim Rüpel. Wir gucken mal. Sitzender Flötenspieler ist auf jeden Fall noch der gleiche Stop. Wir nehmen den jetzt mit. Normalerweise hätte ich die Aufgabe also auch mit dem Jesse und James, also mit dem Mauzi-Ballon, abschließen können. Buhu, buhu, buhu. Müsste also Geist sein. Was nimmt man gegen Geist? Psycho, Unlicht, Unlicht, ich denke mal Unlicht. Wir holen uns also einfach ein paar Despo da. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, welches da Gesteinsattacken hat und welches nicht. Aber ich glaube, die mit Gestein steht Stein dran. Das Erlöste müsste, glaube ich, auch ein Gestein sein. Wir hauen uns also einfach mal 3 Despo da hier rein und hoffen, dass die jetzt die richtigen Attacken haben. Irgendwie merke ich auch gerade, dass es viel zu warm ist für einen Pullover. In der App regnet zwar die ganze Zeit, aber hier draußen ist so eine drückende Luft. Den werde ich mir auch gleich noch vom Leib reißen. Wir sind auf jeden Fall nicht effektiv, was ich sehr schade finde. Habe ich wieder einen Denkfehler gehabt, genau. Jetzt greift der auch noch an. Wir lassen es einfach durchgehen. Der dürfte uns eh nichts anhaben, oder? Schattenstoß. Nicht sehr effektiv, habe ich ja gesagt. Aber bis Knirscher ist das Moveset, was wir nehmen. Obwohl Knirscher jetzt auch nicht so fett reinhaut. Reicht aber für ihn. Ist wenigstens sehr effektiv. Und das verstehe ich eben nicht. Wieso ist Biss nicht effektiv, aber Knirscher ist effektiv? Es ist doch beides Unlicht. Oder steht das bei den Quick Moves nicht dran? Eigentlich müsste das doch auch bei den Quick Moves dran stehen. Dachte ich zumindest. So, der ist auch weg. Knirscher braucht wenigstens auch nicht so lange zum Aufladen. Jetzt können wir den noch machen, dann können wir noch das, das Traunfugil fangen. Wo ich sagen muss, das ist der einzigste Grund, wieso ich überhaupt jetzt mal wieder Rocket Stops mache. Weil das eben gefordert ist von der Herausforderung. Die ganze letzte Zeit, ich weiß nicht, ich bin noch so ewig weit entfernt, das werdet ihr auch gleich an der Medaille sehen, wenn das da steht. Na, das steht natürlich nicht da, oder? Kommt das noch? Auf jeden Fall habe ich gewonnen und sehe irgendwie sehr orange aus. 835 von 1000, das ist nicht viel. Andere haben da schon 3000 oder irgendwas. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, Rocket Stops gemacht, als es diese Rocket-Übernahme gab und überall Rocket Stops waren. Das hat Spaß gemacht, das war cool. Aber, weiß ich nicht, so zwischendurch mache ich eigentlich gar keine. Finde ich irgendwie, habe ich nicht so den Anreiz. Ich fand es noch gut, als diese Spezialforschung da war mit Giovanni und man hat da die Rüpel besiegt, die Bosse besiegt, hat da alles mitgenommen. Hat sich ja dann auch verändert und jetzt die normalen Rüpel mache ich gar nicht mehr. Viele machen das natürlich, weil die da immer gute Pokémon rausbekommen, die sie auch erlösen können zu Hundertern. Wie macht ihr das?
Habt ihr aktiv die ganze Zeit Rüpel gemacht? Nutzt ihr das Feature weiterhin? Nutzt ihr das jetzt erst wieder wegen den Ballons? Oder interessiert euch das einfach komplett gar nicht? So ähnlich wie mich? Macht ihr das nur also für die Aufgaben? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir müssen noch ein Pokémon entwickeln. Wir müssen auch noch ein Power-Up geben. Da muss ich mir erst noch mal was raussuchen. Und ich habe mir überlegt, statt dem 11.28er Raid nehmen wir den 11.06er mit. Das ist nämlich gleich soweit. Also pirsche ich mal schnell darunter. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim Raid wieder. Machen dann den Rest der Aufgabe auch noch fertig. Vielleicht können wir noch ein gutes Kyurem mitnehmen. Alter Schweizer, mit 16 Leuten in der Lobby ging das natürlich relativ fix. 255 Sekunden waren, glaube ich, ungefähr übrig, als es in die Knie gegangen ist. Gelb, auch das stärkste Team, hat den meisten Schaden gemacht, kriegt die meisten Bälle. 20-20 ist okay, hätte natürlich auch besser sein können. 20-42 ist das 100er, ihr wisst Bescheid. Wir können ja mal kurz hier unten noch auf die Gerätschaften drücken und schauen, was da so abgeht. 1991, 1993, nichts. 1984. Ah! 2012. Machen wir das nochmal aus. Gucken hier noch das letzte und 2007. Ja, da hatte May natürlich das Beste. Das werden wir jetzt aber noch fangen. Und suchen uns dann noch kurz was zum Pushen, was zum Entwickeln und dann war es das eigentlich auch schon von Kapitel 1. So, da haben wir es also gefangen, wieder mal auf allen 6 Geräten natürlich. Wer so eins fliehen lässt, der hat ja die Kontrolle über sein Leben verloren. Also ungefähr so wie ich bei meinem ersten Kyurem Raid. Wir, Tri, nehmen jetzt aber hier mal das Trigefallo, habe ich nämlich gesehen, dass da noch was aussteht, weil ich so viele Bonbons habe. Kann ich ja mal ein paar investieren, dass wir 12 Stück haben für den nächsten Push. Wir müssen ja nur einen Push machen, geben ein Power-Up auf das Trigefallo. 3573 ist also auch schon ein Brocken. Damit ist die Aufgabe auch fertig. Und wir brauchen noch ein Pokémon, was wir entwickeln. Dann nehmen wir einfach eins, was hier rumsitzt, fangen das frisch, nehmen das mit rein. Passend zum Team Go Rocket Event ist das hier jetzt ein Smogon. Was so aussieht wie mein Ball. Wir werfen den Ball also drauf, nehmen das mit, sind dann auf dem Weg zum nächsten Raid und werden dann auch das neue Kapitel beginnen, aber für eine extra Folge. Und machen auf dem Weg einfach noch die anderen Aufgaben. Mal gucken, ob wir heute noch einen Shiny bekommen, irgendwas. 4600 Bonbons, das ist also auch ganz cool. Das geht ganz flüssig. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Top-Kampf-Herausforderung. Beim letzten Mal diese Fähigkeitsherausforderung mit 50 exzellenten Würfen hat trotzdem irgendwo richtig Spaß gemacht. Habe ich ja dann im Livestream gemacht mit euch zusammen. Das war eine coole Sache. Jetzt haben wir hier die Aufgaben natürlich fertig. Gibt es Staub, Bonbons und Tränke. Da gibt es nichts Besonderes, auch keine Pokémon-Belohnung. Die kommen erst in Kapitel 2 und Kapitel 3. Wir sind also jetzt fertig, können noch kurz die Aufgaben vorlesen. 2 Power-Ups, 2 Team Go Rocket Rübel, erlöse 2 Krypto-Pokémon. Nimmt man natürlich gerne die, die nur 1000 kosten. Aber mal gucken, wir nehmen einfach das, was uns vor die Flinte kommt. Ich weiß nämlich nicht, was ich überhaupt noch im Beutel habe, aber ich glaube, irgendwann schmeiße ich die eh alle weg. Das war es also jetzt von meiner Seite aus mit Kapitel 1. Schreibt immer rein, wie ihr die Aufgaben bisher findet. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, der fährt einfach in der Mitte. Spasti.